Hi, ich bin Saki. Ja, am 15.12. war es soweit. Die Vorbestellaktion für die zwei Sondermodelle des neuen Saki Neckknife ist zu Ende gegangen. Mittlerweile hat Schmiedeglut alle Messer an die Vorbesteller herausgeschickt. Ich habe auch schon ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die geschrieben haben, hey, ich habe meins schon bekommen. Und ich denke, die anderen Messer, die werden jetzt vielleicht heute ankommen, morgen ankommen. Ich hoffe, das klappt alles noch für alle vor Weihnachten. Ja, ich war total begeistert, als ich nicht mal eine Woche später in den Schmiedeglut-Shop geschaut habe und gesehen habe, dass meine favorisierte Version hier schon komplett ausverkauft war und diese Version hier mit den Pappelholzgriffen, ich zeige euch das gleich noch ein bisschen genauer, von der waren nur noch 4 Stück auf Lager. Ihr habt also quasi die komplette erste Auflage nahezu aufgekauft. Und das ist richtig genial. Vielen, vielen Dank an alle Vorbesteller. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren neuen kleinen Begleitern. Und für alle anderen werde ich diese beiden Messer hier jetzt mal ein bisschen genauer in die Kamera halten. Das wäre zum einen mal meine favorisierte Designversion, und zwar das Saki Neckknife mit Mikata Griffschalen in Schwarz, mit blanker Klinge und mit Kydex-Scheide. Und dann die deutlich edlere Variante mit Griffschalen aus stabilisierter Pappelmaser, einer Klinge mit Stonewash-Finish und einer Lederscheide. Sieht wirklich verdammt gut aus. Ist aber natürlich auch etwas teurer als diese Version hier gewesen. Wie damals im Ankündigungsvideo schon gesagt, sind die Griffschalen verschraubt und dadurch austauschbar, sodass man sich nach Lust und Laune auch mal für andere Griffschalen oder einen anderen Messer-Erl entscheiden kann. Zusätzliche Griffschalen, Scheiden und so weiter wird es dafür im neuen Jahr geben. Der Klingenstahl besteht aus rostfreiem Neolox mit einer Härte von 60 HRC Rockwell. Er ist also super schnitthaltig und robust. Das Saki Neckknife stellt ein kleines EDC für den Bushcrafter, Survivor, Wanderer oder sonstigen Outdoor-Interessierten dar, um für anfallende Kleinigkeiten immer eine kleine Klinge griffbereit zu haben, wenn man wie ich sein großes Messer nicht so gerne am Gürtel trägt, sondern es lieber im Rucksack transportiert. Für alle Interessierten, die den Vorbestellungszeitraum verpasst haben, ist es jetzt aber natürlich nicht zu spät. Ganz im Gegenteil, jetzt geht's erst richtig los. Ab dem 15.01.2018 geht das kleine Messer offiziell in den normalen Verkauf. Dazu gibt es im Schmiedeglut-Shop auch schon einen Konfigurator, in dem man sich seinen persönlichen Favoriten zusammenstellen kann. Vorbestellungen sind natürlich jetzt schon möglich. Also nochmal, vielen Dank an alle Vorbesteller. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren neuen SNKs. Und wie beim Saki Survival Messer gilt auch, wenn du mal ein cooles Foto von dir und deinem Saki Survival Messer hast oder deinem neuen Saki Neckknife, dann schick mir das gerne mal zu. Ich freue mich immer tierisch über sowas. Macht's gut!